Guten Morgen, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin's wieder, eure Moni. Ich möchte mit euch heute backen, und zwar Käsekuchen-Muffins. Ich habe die schon öfters gemacht und die sind sau lecker, und darum möchte ich mit euch heute diese backen. Ich habe das Rezept in der Rezeptwelt gefunden. Ich mache jetzt nur die Hälfte von dem angegebenen Rezept, also wenn ihr mehr macht, müsst ihr es einfach verdoppeln. Es reicht für 6 Muffins. So, man braucht ein halbes Päckchen Puddingpulver, 250 Gramm Magerquark, ein Ei, Mandarinen oder irgendwelche anderen Früchte, 50 Gramm Butter, ein Esslöffel Grieß, etwas Zitronensaft, bisschen Salz und 60 Gramm Zucker. So, da ich vergessen habe, die Zutaten wie Ei und Butter vorher aus dem Kühlschrank rauszunehmen, diese sollten zimmerwarm sein, kann ich das mit meiner Maschine ganz einfach machen. Zuerst kommt die Butter in den Mixtopf und dann das Ei und der Zucker. Das Ganze wird normalerweise, wenn das jetzt zimmerwarm ist, 30 Sekunden auf Stufe 4 verrührt. Und da das aber bei kalten Zutaten nicht gut geht, weil das dann gerinnt und die Butter sich so absetzt, machen wir das Ganze auf Stufe 2, erst auf, machen wir Stufe 2, 60 Grad und eine Minute. So, in der Zwischenzeit mache ich den Quark schon mal auf. Und gieße die Mandarinen ab, weil die müssen gut abgetrocknet sein. Das sind jetzt zu viel, weil ich brauche bloß die Hälfte von denen, die in der Dose drin sind. Aber die restlichen, die esse ich einfach so. Ich nehme dazu mal Zebra und lege die ein bisschen drauf, dass die schön abtropfen können. Also ich brauche jetzt 12 Stück, weil ich habe ja 6 Muffinförmchen. So, jetzt ist das Maschinchen schneller wie ich, weil ich mir natürlich nur die guten raussuche, dass es ein bisschen nach was ausschaut. Wie haben wir da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. So, reicht eigentlich schon. Gut. Weil wenn die nicht abgetropft sind, dann verwassert das Ganze und das muss ja nicht sein. Gut, schauen wir, wie es da drin ausschaut. Ja, also der Butter, der ist ein bisschen abgespießt. Machen wir nochmal Stufe 1. Eine Minute. 60 Grad. Gut. In der Zwischenzeit habe ich meinen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze schon mal vorgeheizt. So, aber jetzt schaut es gut aus. Also so sollte das dann ausschauen, schön cremig. Und jetzt geben wir einfach die restlichen Zutaten, alles außer die Mandarinen, in den Mixtopf. Also nehme das Puddingpulver, das wiege ich mir vorsichtshalber lieber ab. Da sind jetzt 38 Gramm drin in einer Packung, also die Hälfte 19. Das ist Puddingpulver Vanille übrigens. So, jetzt 20, aber das ist nicht so tragisch. Dann ein Esslöffel Grieß. Ein Teelöffel Zitronensaft, also bloß ein Spritzer, weil es ja die Hälfte vom Rezept ist. Ein bisschen Salz und der Quark. Das ist ein Magerquark. So.
Also, so schmeckt der nicht wirklich. Gut. Habe ich was vergessen? Quarkpudding? Ne, nichts vergessen. Mein Deckel. Da ist mein Deckel. Und das Ganze 30 Sekunden Stufe 5. So, wunderbar. Das ist natürlich alles an den Rand geschleudert und überall hier am Deckel hängt der ganze Bart. Aber es ist kein Problem. Können wir ja alles da reinschmeißen. So. Mmh. Wow. Geil. Richtig geil. So, ich schiebe jetzt mit meinem Spatel das alles nach unten. Und verteile dann gleichmäßig auf die 6 Förmchen meinen Teig. Ich mache das immer esslöffelweise, damit ich weiß, damit alles schon gleichmäßig da drin ist. So, ich mache das jetzt und dann schalte ich euch wieder zu. So, jetzt habe ich das alles schön gleichmäßig verteilt. Und jetzt kommen jeweils in die Muffinförmchen oben auf den Käsekuchen je zwei Mandarinen. Man kann auch irgendwelche anderen Früchte nehmen, Heidelbeeren oder, weiß ich nicht, Pfirsiche vielleicht. Ich nehme jetzt Mandarinen, weil mit denen ist es wirklich richtig super fruchtig. Gut, so. Ich drücke die ein bisschen rein, dass die dann nachher nicht abgehen, weil die gehen nämlich wirklich auf, die Küchlein. Aber nach dem Backen sinken die wieder zusammen. Das ist aber normal beim Käsekuchen, weil die Käsekuchen sinkt ja auch zusammen, weil sonst ist er ja nicht fest zum Anschneiden, der ist ja sonst so fluffig. Und das ist bei denen dann auch so. Also optisch sind sie es nicht so, so toll. Haben wir viele in der Rezeptwelt bemängelt, dass die optisch nicht so toll sind. Mich stört es überhaupt nicht, weil die sind geschmacklich einfach der Hammer. Gut, jetzt kommen die im Backofen, 25 bis 30 Minuten. Ich mache gleich 30 Minuten und dann sind sie schon fertig. So. Am besten, ich lege meistens noch ein bisschen Backpapier mit drunter. Falls sie doch rauskommen sollten, dass ich nicht den ganzen Backofen putzen muss. So, dann kommen sie da rein. Ich stelle meinen Timer vom Backofen auf 30 Minuten. Gut, und wenn es dann fertig sind, dann zeige ich euch, wie es ausschaut. Bis dann. So, meine Muffins sind jetzt fertig. Jetzt schalte ich den Backofen aus und lasse sie noch ein bisschen bei geöffneter Backofentür stehen. Die sinken dann in sich zusammen. Das muss aber so sein bei einem Käsekuchen, dass sie die richtige Festigkeit erreichen, dass man ihn schön essen kann. So, ich könnte euch mal zeigen, wie die ausschauen. Also so schauen die jetzt aus. Und die sind wirklich sensationell lecker. Also probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen. Gut, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt mal Lust bekommen, das nachzumachen. Ja, dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder bei einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.